In diesem Video befassen wir uns mit der APA-Zitierweise, genauer gesagt, wie Abbildungen und Tabellen richtig dargestellt werden. Abbildungen und Tabellen sind stets fortlaufend in ihrer Arbeit zu nummerieren. Diese Nummern werden fettgedruckt dargestellt und stehen überhalb ihrer Abbildung bzw. Tabelle. Der Titel der Abbildung oder Tabelle wird kursiv hinterlegt und unter der Abbildungs- bzw. Tabellennummer angeführt. Ganz im Gegensatz zur deutschen Zitierweise, hier erfolgt die Beschriftung unterhalb. Beschriftungen und Legenden können bei Bedarf in Tabellen oder Abbildungen direkt integriert werden. Notwendige und wichtige Erläuterungen können unterhalb ihrer Abbildung oder Tabelle vermerkt werden. Auch hier eine weitere Unterscheidung zur deutschen Zitierweise. Ein Abbildungs- bzw. Tabellenverzeichnis ist bei der APA-Zitierweise optional. Die Quellenangabe im Literaturverzeichnis ist jedoch notwendig. Bitte darauf nicht vergessen. Was auch notwendig ist, ist ein Bezug im Text auf diese entsprechenden Abbildungen bzw. Tabellen. Kommen wir nun noch zu einem konkreten Beispiel. Das sieht folgendermaßen aus. Hier oben die fortlaufende Nummerierung, in diesem Fall Tabelle 1. Darunter dann der Name, also der Titel der Tabelle, in diesem Fall Beispieltabelle. Bitte auch auf die Formatierung achten. Die Nummerierung ist fett gedruckt, der Titel ist kursiv. Dann die entsprechende Tabelle und darunter die notwendige Anmerkung. Auch dieses Wort Anmerkung kursiv hinterlegen, Doppelpunkt. Und dann die tatsächliche Anmerkung. Diese Tabelle dient als Beispiel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.